und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Da trennt er ihn fair vom Ball. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Er überzeugt heute als Passgeber. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Die Führung also jetzt. Und das haben sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so. Sind hier klar die bessere Mannschaft und das Tor ist eine logische Folge. Absolut verdienter Treffer, oder Buschi? Ja, definitiv. Sie tun einfach mehr fürs Spiel, erarbeiten sich die Chance und dann muss ja irgendwann das Tor fallen. 2-1, hier ist noch alles drin. Weg ist der Ball. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Aber sie müssen sie auch nicht zwingend. Jetzt müssen sie aufpassen. Helena. Hereingabe. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Szene immer noch gefährlich. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Augusta. Das könnte die Chance werden. Ganz geduldig passen sie den Ball. Ball da hin und her, die Abwehr ohne rechte Chance da zuzugreifen. Sie beherrschen das Kurzpassspiel. Schönes Zuspiel. Jetzt wird's gefährlich. Ah, oh, das könnte es sein. Weiter gefährlich. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Guter Steilpass. Der Torwart faustet den Ball weg, klasse. Kürze weiter in der Liga, Conforama für das Heimteam. Augusta. Janko. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da ist die Chance. Klasse gemacht, stark geblockt. Nicht ungefährlich. Er spielt ihn zurück, guter Doppelpass. Schussversuch. Stark gemacht. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. So, Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da geht er gut dazwischen. Das könnte gefährlich werden. Gute Chance. Jetzt vielleicht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Der Abschluss hier natürlich kein Problem. Nee, aus der Distanz nun wirklich nicht.
Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Schuss! Und den Ball hält er problemlos. Das war nicht gut vom Torwart. Ankersen. Guter Ball nach draußen. Er bekommt die Unterstützung. Da holt er den Ball zurück. Augusta. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt die Chance. Der Kopfball ist drin. Das Tor hat er richtig gut gemacht. Sieht man hier auch nochmal in der Wiederholung. Den macht er mit dem Kopf und wie! Sehr gutes Timing in dieser Szene. Und dann trifft er die Kugel richtig gut. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Jetzt müssen sie aufpassen. Da kommt die Hereingabe. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Immer noch diese Szene. Jetzt vielleicht. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Und jetzt wechseln sie. Gibt abseits, da war der Spieler durch. Es ist wirklich leise im Stadion. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Ja, die scheinen wirklich geschockt zu sein. Aber die Mannschaft heute auch unterirdisch. Das ist das Tor! Mit dem Kopf hat er es gemacht! Ein super Kopfballtor, das kann man nicht anders sagen. Super gemacht, da hat er sich gut im Strafraum bewegt, verschafft sich etwas Platz und setzt sich dann klasse beim Kopfball durch. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sauber vom Ball getrennt hier. 2 Minuten werden nachgespielt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Janko. Das könnte gefährlich werden. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Schussversuch. Er trifft den Pfosten. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Und das war's. Das Spiel ist beendet. Ich sag mal kurz und knapp, klare Angelegenheit. Ja, Wolf, dominantes Auftreten bis zum Schluss. Und so war der Sieg, wenn wir ehrlich sind, nie in Gefahr. Ein weiterer Erfolg für Bordeaux. Sie holen hier 3 Zähler.
Da konnten sie die gute Form von zuletzt bestätigen. Sie haben heute wieder mal gezeigt, wie stark sie vor allem in der Offensive sind. Ja, also
auch heute sind Wolf Fuß und Frank Buschmann für Sie am Mikrofon. Heute also das dritte Gruppenspiel im Champions Cup. Die Teams müssen punkten, um eine gute Ausgangslage für die zweite Hälfte der Gruppenphase zu erreichen. Also, das ist doch eine gute Ausgangssituation. Blicken wir also kurz auf die Startformation von Girondins Bordeaux. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Pascal Stenzel, da kommt der Pass. Jetzt und jetzt die Chance. Ja, gut gemacht, Flanke kommt. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Sehr gut gemacht, den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Er spielt den Pass auf den Flügel. Augusta. Bamba. Wird's jetzt gefährlich? Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Jetzt vielleicht. Super dazwischen gegangen. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Bamba. Abgeblockt. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Pelena. Jetzt ist die Kugel weg. Mack. Linus Wahlquist. Bamba. Pascal Stenzel. Jetzt wird's gefährlich. Flache Flanke jetzt. Sehr guter Schuss, knapp drüber. Armstrong. Linus Wahlquist. Und direkt zurückgespielt. Das könnte die Chance werden. Und jetzt die Chance. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Boah, da war auch ein bisschen Glück dabei. Ja, ja, da erst an den Pfosten und dann geht er doch noch rein. Hier nochmal dieser Treffer. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Mack. Ah, das gibt Einwurf. Linus Wahlquist. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Bamba. Pascal Stenzel. Augusta. Wird das eine Torchance? Jetzt vielleicht. Szene geht weiter. Er versucht's. Was für ein Tor! Super vorbereitet das Tor, das muss auch mal gesagt sein. Er macht sein zweites Tor heute, ganz starke Leistung. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Boyata. Griffiths. Jetzt könnte es gefährlich werden. Abgefangen, gut gemacht. Da gewinnt er den Zweikampf.
Bamba. Schöne Aktion. Und jetzt die Chance. Und Tor! Der letzte Pass war richtig stark und hat das Tor erst möglich gemacht. Das war super gespielt. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Armstrong. Zverchenko. Er spielt den Pass auf den Flügel. Da passt er auf. Das könnte gefährlich werden. Bamba. Werden. Klasse Pass. Ball kommt flacher. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Er überzeugt heute als Passgeber. 2 Minuten werden nachgespielt. Augusta. Wird's jetzt gefährlich. Super dazwischen gegangen. Die Führung zur Pause ist deutlich und ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass... Da kommt der Pass. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt die Chance. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Und da haben wir den Anstoß zur zweiten Hälfte. Weiter geht's. Ja, liebe Zuschauer, willkommen zurück zum dritten Spiel in dieser Champions Cup-Gruppe. Pascal Stenzel. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Das könnte die Chance werden. Da ist die Hereingabe. Ballverlust. Armstrong. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und da verlieren sie den Ball. Jetzt vielleicht. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Jetzt ist Schluss für ihn. War nicht sein Tag heute, muss man so sagen. Ja, er hat überhaupt keine Bindung zum Spiel gefunden. Insofern war dieser Wechsel absehbar. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Abwehr kann klären. Augusta. Es bleibt erstmal weiter gefährlich. Können Sie sich befreien? So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Wird das eine Torchance? Tom Rogic. Da passt er auf. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Augusta. Schön dazwischen gegangen. Boyata. So geht es in Kürze weiter in der Liga Conforama für das Heimteam.
Linus Wahlqvist. Und direkt zurückgespielt. Tom Rogic. Oh, oh, das war knapp, aber richtig entschieden in meinen Augen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Augusta. Bamba. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Rahman. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Griffiths. Klasse Zuspiel. Den Ball hat er. Zverchenko. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Griffiths. Da geht er dazwischen. Bamba. Fängt diesen Ball ab. Jetzt wird's gefährlich. Tom Rogic. Da kommt der Schuss. Den Ball erwischt er gar nicht gut. Und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Augusta. Das schönes Zuspiel. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Und das ist der Ballverlust. Da holt er den Ball zurück. Klar, gibt Einwurf. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Tom Rogic. Und direkt zurückgespielt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sehr gut aufgepasst. Bamba. Super Pass. Gefährlich. Jetzt vielleicht. Da passt er auf und kann klären. Bamba. Da ist die Hereingabe. Gibt's jetzt die... Ein fantastischer Treffer. Sie geben hier nicht nach und machen noch ein weiteres Tor. Dabei war eh klar, dass sie das Ding gewinnen. Und damit machen sie hier kurz vor Schluss noch ein Tor. Scheint so, als bekämen sie heute nicht genug. Die Fans wird's freuen. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Da kommt der Pass. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt die Chance. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Rush, so she's old and a regret for being.
crush. Her pride vanishes, I manage to manipulate. I got the best bait. Fishing rod with a planet attack. My gravity's unmatched. Her satellite sat in the light of sun position. Well cooked, we look to leave, leaving all others with an enemy in mint condition. Crash landed at the house, giving each other. Just me so much. Cash me out of my the birth who we are as I gaze into her eyes as if they were stars. I got plenty, wrote hits with prime mates, made a lot of pennies. Performance in the galaxy, mix a little. Went to fish to get the sharks to bite. We light years complete, y'all can call me Buzz. And can't one amongst you outdo the youngster. Now must I orbit every mic they hand to me. Circle around your heart, now let's start. Known for making moves on the bigger grooves. Bigger shoes, about the size of canoes. Somebody pull their cell phone out, we on the news. Chill, this ain't about another crooked dollar bill. What the deal? Lucky in parliament behind 10. Inspect the rock, grip check, but not squint. Stare at the sun until you fall off. Even the best fall off after the rest fall off. Give me that heart attack if you think you're the one. Bite on tongue, blow my mind all the way to the sun.
Wir hoffen auch heute wieder auf ein tolles Spiel. Wir, das sind Wolfuß und Frank Buschmann. Hallo, liebe Zuschauer. Die heutige Begegnung, Girondins Bordeaux gegen Nizza. Das Spiel beginnt. Blicken wir also kurz auf die Startformation von Girondins Bordeaux. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von dir. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben Sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. Und so läuft Nizza heute auf. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Zapata. Balotelli. Da steht die Abwehr sicher. Wada. Das sieht gut aus. Und jetzt die Chance. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Ja, und aus der Position war das natürlich kein Problem mehr. Aber da musst du eben auch stehen. Da hat er einfach den richtigen Instinkt für die Situation. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Robert Pier. Und Balotelli. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wada. Janko. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Da trennt er ihn vom Ball. Das gibt einen Einwurf. Balotelli. Jetzt gibt's Einwurf. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Da kommt die Flanke. Können Sie jetzt klären? Balotelli, was macht er draus? Gehalten! Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Wada. Das könnte gefährlich werden. Der Pass in den freien Raum. Jetzt vielleicht. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Das gibt einen Eckball. Jetzt, Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Also die Ecke kommt richtig klasse rein und dann passt auch noch der Abschluss. Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Rafetra Niaina. Mario Balotelli jetzt. Macht er ihn! Und er schießt! Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Wada mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Abgefangen, gut gemacht.
Abgepfiffen. Abseits. Wird das eine Torchance? Und jetzt die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Janko. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Zapata. Und jetzt der Schuss. Der Versuch war harmlos. Könnte gefährlich werden. Wichtig. Er holt den Ball. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Das sieht gut aus. Und jetzt die Chance. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Können Sie jetzt klären. Balotelli, was macht er draus? Jetzt gehen wir wieder rein ins Spiel. Die zweite Hälfte geht los. Nizza mit dem Anstoß. Ganz starke Aktion. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wada. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Guter Pass. Jetzt vielleicht. Fängt diesen Ball ab. José Rodríguez. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Zapata. Ganz einfach an den Ball gekommen. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Das könnte gefährlich werden. Super Tackling. Zapata. Wird's jetzt gefährlich. Tolles Zuspiel. Und jetzt die Chance. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Klasse, dieses Zusammenspiel. Das Tor ist dann nur die logische Folge. So, jetzt wird's deutlich. Sie lassen auch zunehmend die Schultern hängen. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird's ein Debakel. Sie liegen deutlich vorn. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. José Rodríguez. Janko. Jones. Wada. Das könnte eine Gelegenheit werden.
Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so wenig die Lücke, das ist natürlich klasse. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Nizza wechselt. Sie bieten sich an. Super Pass. Jetzt vielleicht. Oh, schwach. Ah ja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Rafetra Niaina. Sauber vom Ball getrennt hier. Zapata. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt wollen sie das Mittelfeld mit langen Bällen überbrücken. Sie brauchen hier das Tor. Sie müssen es erzwingen. Wie es aussieht, haben sie ihre bisherige Taktik komplett über Bord geworfen und stürmen jetzt mit offenem Visier nach vorne. Lange Bälle sind das Mittel. Das frühe Stören jetzt. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Seri. Klasse Aktion, Ball ist weg. Wada. Wird das eine Torchance? Geht er rein? Den hält er völlig ohne Probleme. Zapata. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Sechs Minuten haben wir hier noch. Jetzt ist er durch. Achtung jetzt. Immer noch gefährlich. Ein unfassbares Tor. Aus der Distanz war es leicht für ihn, das Tor zu machen. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Robert Pier. Seri. Jo, eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften, aber wie das so ist im Fußball, der aktuell. Da kommt er raus und hält den Ball. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Was packt der Unparteiische drauf? Zwei Minuten. Weg ist der Ball. Viel Verkehr im Strafraum, gleich kommt die Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Kommt jetzt die Flanke. Und jetzt geht nichts mehr. Der Schiedsrichter pfeift ab. So, die Spannung hat ein bisschen gefehlt. Dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben hier dominiert, nie nachgelassen und deshalb geht der Sieg in Ordnung.
bus touch. Coca candy, straight from Japan. Hologram and she was never as thin. Think you know what I need to get by. Something for your mind. 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 Something for your mind. 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 Something for your mind. Something for your mind. Something for your Girondin Bordeaux will direkt den nächsten Erfolg nach dem Heimsieg, als Nizza der Gegner war. Nicht nur den Trainer hat das 4:0 begeistert und ich könnte mir vorstellen, dass es heute ähnlich gut läuft. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen.